Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute einen etwas weiteren Bogen spannen und Ihnen nochmal schildern. Today I would like to talk about a broader topic and to describe the situation that the planet is in without us being completely aware of it, the so-called sustainability problem. If we continue to live in the manner that we currently do, the living conditions for future generations will continue to deteriorate. The topic for my lecture is the climate problem, because ultimately the climate problem is an energy problem. Sich immer weiter verschlechtern werden, wenn wir diesen Lebensstil beibehalten. Nun, das Ganze hat Symptome. Eines davon ist das Klimaproblem und darüber möchte ich eben auch heute sprechen oder in erster Linie sprechen. Und letzten Endes geht es dann eben auch um Energie, denn das Klimaproblem ist ein Energieproblem und damit wären wir dann letzten Endes beim Thema dieser Veranstaltung. Nun, bevor ich aber tatsächlich auf diese Dinge zu sprechen komme, möchte ich gerne ein Wort über die Medien verlieren. First of all, I would like to mention the media and the information society. We are showered in information every day, but how are we supposed to know which information is trustworthy? I don't want to do any media bashing. We are lucky to have them. The media is part of a pluralistic and democratic society and we have to accept it as it is. Eines möchte ich nicht machen an dieser Stelle. Ich möchte keine Medienschelte betreiben. Die Medien sind ein großes Glück. Ich meine, die Medien gehören zu einer pluralistischen Gesellschaft, zur demokratischen Gesellschaft und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht die Medien abschaffen. Ich möchte auch nicht die Medien gängeln, sondern die Medien sind halt, wie sie sind. Aber das müssen wir eben begreifen. Die Medien sind, wie sie sind und die müssen wir nehmen, wie sie sind. Und ich habe hier mal zwei Beispiele. I would like to provide two examples from well-known German magazines. In August 1986, an article appeared in Spiegel magazine with a photo of the Cologne Cathedral half underwater, which represented the case if the sea level rose by 80 meters. The photo's title was The Climate Catastrophe. Der machte auf mit dem Kölner Dom halb unter Wasser. Das würde ein Meeresspiegelanstieg von etwa 80 Metern entsprechen. Und dann steht da in dicken Lettern die Klimakatastrophe. Nun, kein Wissenschaftler würde solche Szenarien jetzt tatsächlich für die nächsten Jahrhunderte irgendwie als realistisch ansehen. No scientist would ever consider this realistic in the next centuries. But nevertheless, people, journalists even, keep asking me now, over 20 years later, why this has not come true. So ist es eben. aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Tatsache, dass die Medien natürlich die Dinge irgendwie überspitzen müssen. Sie müssen ihr Produkt auch verkaufen. Ich meine, wir alle müssen uns irgendwo verkaufen, unsere Produkte verkaufen und die Medien müssen die Dinge dann interessant machen. Und sie können die Dinge interessant machen. The point is that the media exaggerate situations as they have to sell the products and make topics interesting. The media achieve this by doing one of two things, either by exaggerating, as in the case of the Cologne Cathedral, or by under-exaggerating and maintaining the opposite. Both lead to an increase in circulation. The second example is what Stern magazine did in 2005, when an article appeared with the title Climate Catastrophe, Panic Making. What's interesting is that this article was not based on scientific evidence, but on a novel. A novel by best-selling author Michael Crichton. In the novel, Crichton claims that climatologists only want to make money. Geschrieben dieses Saurierbuch, also ganz tolles Buch, kann ich nur jedermann, jeder Frau empfehlen. Aber der hat dann noch einen Roman geschrieben mit dem Titel Welt in Angst und hat dann letzten Endes uns Klimaforschern unterstellt, dass wir uns das alles nur ausgedacht haben, um letzten Endes, aus welchen Gründen auch immer, die Weltbevölkerung an der Nase herumzuführen. Ich höre das übrigens auch immer wieder selbst, ihr wollt ja nur Geld haben und so weiter. Ich frage mich immer, welches Geld meint man damit eigentlich? That's something I hear quite frequently, by the way. And then I ask myself, which money? I am a civil servant and regardless of what I do, I receive my salary. And the institute I work for is financed by the state. Ist finanziert. Also das steht auch im Wesentlichen. Insofern klingt das vielleicht gut, die wollen nur Geld haben, Forschungsgeld, aber es macht letzten Endes keinen Sinn. Ja, und dann haben, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, wahrscheinlich nicht, aber da steht es.
However, in the Stern article, there was a talk with Michael Crichton and another novelist, Frank Schätzing. So basically, two novelists discussed whether there really is a climate problem. This is not science. Darüber, ob es denn nun ein Klimaproblem gibt oder nicht. Und damit haben sich dann die Medien abgekoppelt von der Wissenschaft. Und deswegen ergreife ich immer gerne nochmal die Gelegenheit, gewissermaßen aus So I would like to seize the opportunity to give my point of view as a scientist on the question, where are we really in terms of climate change? As I said earlier, the root is the sustainability problem. In 1972, the Club of Rome described this problem in its report, The Limits of Growth. Jahren vom Club of Rome beschrieben mit dem Bericht die Grenzen des Wachstums. Und eigentlich, zumindest nach meinem Dafürhalten, hat doch der Club of Rome nur eine Binsenweisheit verkündet. And in my opinion, the Club of Rome stated an obvious truth in this report. It stated that if we continued to exploit our natural resources at the rate which we are, the day will come when there is nothing left. However, the opposite has occurred. We are using up our resources at an ever faster rate, but there is no slowing down, and sooner or later, we will reach those limits of growth. Wenn wir uns ansehen, was denn passiert ist während der letzten 40 Jahre, dann ist genau das Gegenteil von dem passiert, was der Club of Rome damals angemahnt hatte. Der Ressourcenverbrauch, der schreitet immer schneller voran und er verlangsamt sich nicht. Und deswegen werden wir früher oder später tatsächlich an die Grenzen des Wachstums stoßen. Und die Frage ist letzten Endes, wollen wir das wirklich geschehen lassen oder wollen wir uns rechtzeitig... Do we want this to happen or will we consider alternatives in time? There is no rush yet, but we should start to think about this so we won't reach those limits in 50 to 100 years. Wand fahren gegenüber gegen die unsichtbare Wand, die eigentlich schon in Sichtweite ist. Ja, der Club of Rome hatte damals Prognosen gemacht und man kann trefflich darüber streiten, ob sie dann nun The Club of Rome made various prognoses and we could now argue whether they are accurate or not. But the heart of the problem is that our resources are finite and now we are approaching the climate problem. The climate problem has been caused by the way in which energy on our planet is produced worldwide to over 90% by burning fossil fuels. So by burning oil, coal and natural gas. Klimathema, denn die Ursache des Klimaproblems ist eben die Art und Weise, wie wir Energie auf diesem Planeten Erde erzeugen. Und das geschieht weltweit zu über 90% durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also durch die Verbrennung von Öl, durch die Verbrennung von Kohle und durch die Verbrennung von Erdgas. Und Sie sehen unseren gewaltigen Energiehunger sehr anschaulich. The world's hunger for energy can be best shown by looking at the world at night. A satellite picture of the Earth at night shows how light the planet is. This is energy. The other picture, showing chimneys and smoke, is meant to illustrate that we are burning something. But the problem is really what we do not see, carbon dioxide. Wir sehen Rauchfahnen, aber die Rauchfahnen sind nicht das Problem. Das Problem ist das, was wir nicht sehen können. Das ist ein Gas, das dabei. We don't see that something unbelievable is happening in our air, in our atmosphere. The amount of CO2 in the air has reached a level which has never been reached since the planet was populated. In unserer Lufthülle, in unserer Atmosphäre vollzieht. Wenn wir uns nämlich den Gehalt ansehen, den Gehalt von Kohlendioxid in der Luft, da hat er inzwischen einen Wert erreicht, den hat es noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Was Sie hinter mir sehen, ist die Entwicklung des Klimas während der letzten 800.000 Jahre. Während der letzten 800.000 Jahre. Also ungefähr für den Zeitraum, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Und die grüne Kurve, also die obere Kurve, das ist der Kohlendioxid. The slide shows the development of the climate in the last 800.000 years. This is more or less the period of time that man has been living on Earth. The upper green curve is the CO2 content in the air. Today's value cannot even be shown as it reaches beyond the limits of this graph.
Alarm bells should be ringing, but we don't notice. Our senses do not perceive that the composition of the air has changed drastically since the beginning of the industrialization. Wir können schauen, Gase sind ja unsichtbar, wir können schmecken, wir können hören, wir können tasten. All diese Sinne erlauben es uns nicht festzustellen, bewusst festzustellen, dass sich die Zusammensetzung unserer Luft gewaltig geändert hat seit Beginn der Industrialisierung. Das gleiche gilt für ein anderes Gas, auf das ich heute nicht eingehe. The same is true for another gas, which I don't want to cover today, methane. Here too a level has been reached beyond compare. It is represented by the red curve. The blue line in the middle shows the temperature of the earth. Now you will ask me how I can even know that. The ice of the Antarctic can tell us the history of the world. Air bubbles in this ice indicate the composition of the air in the past. The fact that the CO2 content has reached a record level cannot be disputed. But this is old news. Zusammensetzung der Luft gewesen ist vor 100, 200, 300, 800.000 Jahren. Ja, und insofern würde die Tatsache, dass wir inzwischen Rekordwerte beim Kohlendioxid oder wie wir mit dem chemischen Kürzel sagen CO2 einen Rekordwert erreicht hat, niemand bestreiten. Das ist ein hartes Faktum. Nun, das ist nichts Neues. Mein Kollege Roger Revelle, der hat schon in 1957, more than 50 years ago, my colleague Roger Revelle said a remarkable sentence in an interview with the New York Times. He said, "People are conducting a major geophysical experiment with our planet, an experiment which could not have happened in the past and which we will not be able to repeat in the future. I would like to emphasize this. We are conducting an experiment." Wie gesagt, das möchte ich unterstreichen. Wir lenken das Erdsystem in einem Maß. We are throwing the Earth's system off balance in a way that has never happened before, and we cannot know the outcome. The question is, do we want to conduct this experiment to its conclusion and see what happens until we have burned everything, oil, natural gas and coal? Or do we want to apply the brakes and change our behavior? Bis zum Ende durchführen und dann wirklich sehen, was passiert, also bis zum Ende durchführen heißt, bis wir alles verbrannt haben an Kohle, an Erdöl und an Erdgas. Oder wollen wir vielleicht vorher anfangen, die Bremsung einzuleiten und unser Verhalten ändern. Nun, ganz ahnungslos sind wir nicht. Gehen wir nochmal. But we are not completely clueless. Let's go further back in the past. In 1896, Svante Arrhenius, one of the great physicists of his time, a later Nobel Prize winner, published a work entitled On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. Arbeit verfasst mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Damals hat man in der wissenschaftlichen Literatur nicht von Kohlendioxid At that time, one spoke about carbonic acid rather than carbon dioxide. So this is exactly the problem of global warming. In this paper, he presented calculations for different scenarios regarding the content of CO2 in the air, because how should he have known what we would do? He was clueless. As clueless as I am now, because I don't know either what the future brings regarding energy production systems and CO2 emissions. Der gute Mann wusste ja nicht, was wir tun würden. Der wusste ja nicht, ob der CO2-Gehalt wirklich hochgehen würde oder ob er nicht vielleicht auch runtergehen würde. Er war also ahnungslos, übrigens genauso ahnungslos, wie ich heute bin. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt in Sachen Energiesysteme, in Sachen CO2-Ausstoß und so weiter. Deswegen hat er verschiedene Szenarien gerechnet. Er hat auch gerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt nach unten geht. Svante Arrhenius calculated that if the CO2 content in the air decreased, it would become colder. He also calculated what would happen if the CO2 content doubled. His results were 5 degrees. The temperature of the earth would increase by 5 degrees. Erhöht.
mit bestimmten Raten. Und in der Mitte, da wo dieser rote Kasten ist, da hat er berechnet, was passiert, wenn sich der Kohlendioxidgehalt verdoppelt. Und er ist gekommen ungefähr so auf 5 Grad. Die Erde würde sich um 5 Grad erwärmen, wenn sich der Kohlendioxidgehalt der Luft verdoppelt. Nun sind wir Gott sei Dank noch nicht so weit, dass sich der Kohlendioxidgehalt der Luft verdoppelt. The CO2 content has not yet doubled, but what has happened in the last 100 years? The blue line in the graph behind me shows the CO2 content and the black curve represents the temperature. Looking at these curves, we cannot deny the existence of a link between increased CO2 content and increased temperature. Short-term fluctuations make it difficult to notice global warming. One lifetime is hardly enough to notice these changes. Zwischen Erderwärmung, langfristiger Erderwärmung und Anstieg des CO2s nicht missen. Es gibt diese kurzfristigen Schwankungen und die machen es so schwer, die globale Erwärmung irgendwie wahrzunehmen. Denn ein Menschenleben reicht kaum aus, um diese Entwicklung zu erkennen. Nun, ich bin ja schon hinreichend alt, werde nächstes Jahr 60. Das heißt, ich habe schon einen Gutteil dieser Entwicklung mitgemacht. I will be 60 next year and I have experienced this development myself. 50 years ago, nobody would have been surprised by a cold winter. Today, people are surprised. We are slowly marching towards global warming, and only when we consider the situation on a long-term basis, over many years, we can recognize global warming. Aber seht eben, wie hektisch das Klima ist. Das geht mal rauf, mal runter. Und nur wenn man viele Jahrzehnte betrachtet, dann kann man tatsächlich diesen langfristigen Erwärmungstrend erkennen. Ich möchte Ihnen das hier nochmal zeigen anhand dieser Animation. This graph shows the temperature until 2012. The blue shows what is colder and yellow what is warmer in the long-term average. It makes no sense to look at a single year or a single region. Als im langjährigen Durchschnitt der Jahre 1951 bis 1980. Alles, was gelblich-orange ist, ist wärmer als im langfristigen Durchschnitt. Und Sie sehen, wie variabel das Klima ist. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, ein einzelnes Jahr hier zu nehmen oder eine einzelne Region. Daraus können Sie nichts ablegen auf die langfristige, großräumige Klimaentwicklung. Nein, erst wenn Sie jetzt so allmählich Richtung Jahrtausendwende kommen, bekommen Sie das Gefühl der globalen Erwärmung. Und jetzt sind wir mittendrin in der globalen Erwärmung. Aber wie gesagt, nicht jedes Jahr wird wärmer als das nächste. Nun hatten wir seit 15 Jahren... For 15 years, there have been no record temperatures, which is a major topic in the media. However, 15 years is a short period of time for climatologists. Jahre kein neuer Rekord. Wir sind auf hohem Niveau verharrt. Aber 15 Jahre, meine Damen und Herren, ist eine kurze Zeit. Für uns Klimaforscher sind 15 Jahre eine kurze Zeit. Das heißt also, Sie können aus so einer kurzen Zeit nichts ablesen. Und dann gibt es noch andere Parameter. There are other parameters with fewer fluctuations. This graph shows the sea levels from 1880 to 2012, and as you can see, there aren't any great fluctuations. 3 millimeters per year, or 30 centimeters per century, is the current rate. This is a rough minimum level for the rising sea level. Stark fluktuiert und diese langfristige Entwicklung sehr viel deutlicher zeigt als die Oberflächentemperatur des Planeten. Ich habe die momentane Rate hingeschrieben, 3 mm pro Jahr oder 30 cm pro Jahrhundert. Das gibt Ihnen ungefähr eine untere Grenze für den zu erwartenden Meeresspiegelanstieg. Aber wir befürchten, dass der Meeresspiegelanstieg sich noch weiter beschleunigen wird. Und 30 cm hört sich erstmal wenig an, aber das ist nicht wenig, wenn man an die Insel... 30 cm sounds insignificant, but it is not when we consider the islands in the Pacific or Bangladesh or cities like New York, where every centimeter counts. Wir hatten einen Hurrikan letztes Jahr. Hurrikans sind auch immer mit großen Flutwellen verbunden und auch da zählt dann jeder Zentimeter. As I said earlier, when I was talking about Svante Arrhenius, I do not know. I do not know how we will behave in the future. Ich hatte das ja schon ein bisschen angesprochen, als ich über Svante Arrhenius gesprochen habe. Ich weiß es nicht, denn ich müsste ja auch wissen, wie wir uns zukünftig verhalten. Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein Zitat von Mark Twain bringen. At this point, I would like to quote Mark Twain. He said,
Predictions are very difficult, especially about the future. Und das stimmt. Nochmal, ich möchte gar nicht behaupten, dass unsere Modelle perfekt sind. Auch die haben natürlich Fehler. Es sind ja Modelle. All models have shortcomings, but contrary to economic models, they are not based on empirical findings, but based on physical principles. And these principles apply. Auf den physikalischen Grundgesetzen, ja? Und diese physikalischen Grundgesetze, die gelten. Deswegen denke ich, sind unsere Modelle belastbarer als Wirtschaftsmodelle, die eben rein empirischer Natur sind. Gezwungenermaßen rein empirischer Natur. Dann stellt sich aber nochmal eine Frage. Und ich nehme an, viele von Ihnen haben sich auch schon mal diese Frage gestellt. Kann man Klima überhaupt vorhersagen? Denn man kann ja noch nicht mal das Wetter einbauen. Many people ask, is it even possible to predict the climate over a long period of time? The weather report isn't even reliable. Es wird oft als Argument hergenommen, um den Klimawandel reinzureden, weil man kann ja den Klimamodellen ohnehin nicht trauen. Also, warum kann man Klima langfristig vorhersagen? Und ich möchte Ihnen dazu ein kleines Beispiel geben. I would like to provide you with an example regarding a weather prediction. I predict that the coming winter will be colder than the last summer. Everyone knows this is true because the position of the sun changes. Sie alle wissen, dass das stimmt. Sie alle wissen, warum das stimmt. Weil sich der Sonnenstand ändert. Und in der Mathematik sprechen wir davon. In mathematics, this is called the change of a boundary condition. And the change of a boundary condition allows us to bring order into the chaos. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Heiligabend, Weiße Weihnachten sein werden oder nicht. Das wäre eine Wettervorhersage. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Winter im Mittel kälter sein wird als der Sommer. Nun geht es beim Klimaproblem auch um eine Randbedingung. Also regarding the climate problem, we are talking about a boundary condition, the composition of the air. The presence of CO2 in the air will lead to an increase in the temperature. Das CO2 ist in der Luft, dann ist es ähnlich trivial, als wenn ich sagen würde, der Winter ist kälter als der Sommer. Deswegen beschäftigen wir uns wissenschaftlich meistens auch gar nicht so sehr mit diesen Fragen, sondern vielmehr mit diesen kurzfristigen Schwankungen. Die sind für uns eine viel größere Herausforderung als diese langfristige Entwicklung. Sie sehen hier die verschiedenen Modellsimulationen bis 2100. Jede einzelne dünne Kurve ist eine Modellsimulation. The projections until 2100 are shown in this graph. Every curve is one possible development. What will happen depends on our behavior. The upper curve shows the greatest increase, 4 degrees. In temperature, if we continue as now, while the lower curve represents the changes if we act quickly, significantly below 2 degrees. Auf die untere blaue Kurve, wenn wir wirklich schnell agieren würden, dann sehen Sie, würden wir die Erderwärmung doch noch deutlich unter 2 Grad halten können. Und das gibt uns irgendwie den Bereich, in dem wir uns bewegen werden. Wo genau wir landen werden, weiß ich nicht, weil das hängt eben doch davon ab, wie wir uns verhalten werden und das kann ich nicht vorhersagen. Ich habe einfach mal die beiden Extreme hier mitgebracht. Links die beste aller Welten, rechts die schlimmste aller Welten. It is not yet too late to keep global warming within moderate limits. In the best case scenario, there would be an increase of 1 to 2 degrees, while in the worst case, there would be temperature increases of 7, 8 or even 9 degrees. The temperature of the sea will not increase as greatly as above ground temperature. 7, 8, vielleicht 9 Grad sein wird. Starke räumliche Unterschiede sind programmiert. Sie sehen, insbesondere die Meere erwärmen sich nicht so stark an der Oberfläche, während die Kontinente, gerade das Innere der Kontinente und die Arktis, erwärmen sich sehr viel mehr. Wo stehen wir beim Klimaschutz? Damit komme ich so langsam zum Ende. Es gibt ja jedes Jahr eine Klimakonferenz, immer Ende des Jahres. A conference on climate protection is held every year and the last one was in Qatar. Unfortunately, there is no worldwide climate protection yet, only declarations of intent. In Qatar it was agreed that a treaty should be enforced by 2020. This was declared a breakthrough. I hate to say this, but this breakthrough does not exist. Dieser Durchbruch, und meine Damen und Herren, ich hasse es selbst immer wieder sagen zu müssen, diesen Durchbruch gibt es nicht. Ich bin ein Mann der Zahlen. Ich kann nur die Zahlen
sprechen lassen. Und ich will Ihnen einfach mal die Zahlen hier präsentieren. I would like to present a graph which shows the CO2 emissions since the 1960s. Since the year 2000 alone, they have increased by 40% worldwide. Where is the breakthrough? The numbers don't show it. Why is there no agreement on a worldwide protocol? Gestiegen. Vielleicht bin ich naiv, aber ich weiß nicht, wo der Durchbruch ist. Ich kann ihn jedenfalls anhand der Zahlen nicht erkennen. Warum ist das so? Warum kann sich die Weltgemeinschaft nicht auf ein Protokoll einigen? Es liegt vor allen Dingen an zwei Lagern und stellvertretend für diese beiden positions Lager can be mentioned. And in place of these two positions, I would like to talk about two countries, China and the US. Together, they are responsible for 50% of CO2 emissions globally. The graph shows that for decades, since the 1970s, the US was the greatest emitter of CO2. This changed in 2005 when China took over. The US is no longer prepared to do anything until the Chinese also do something. CO2 ausgestoßen haben. Die rote Kurve sind die Chinesen. Und die Chinesen haben die USA im Jahr 2005 überholt und sie sind jetzt der größte Verursacher von CO2. Beschränken wir uns mal auf diese beiden Länder. Die Amerikaner sagen jetzt, wir sind nicht mehr bereit, etwas zu tun, wenn nicht auch die Chinesen etwas tun. Und finden dabei übrigens auch bei meinen Kollegen von der Wirtschaftsfakultät durchaus Sympathie. So kann man es aber meiner Meinung nach nicht sehen. Und ich möchte Ihnen gerne die Sicht... Now I would like to explain China's point of view and maybe then you will understand why those negotiations are so difficult. Here the issue of gray emissions can be raised. What are gray emissions? Wissen Sie, als ich letztes Jahr in New York gewesen bin, das war kurz vor den Olympischen Sommerspielen in London. I was in New York just before the Olympic Games in London, and watching TV I noted that what moved the nation was the fact that the American athletes were wearing clothing made in China. These are gray emissions. We as industrial nations in the West produce less and let others produce for us. And therefore, we should not be surprised that the CO2 emissions have increased in countries such as India and China. Auflaufen musste in Trikots made in China. Und das sind die grauen Emissionen. Design von einem Stardesigner, aber produziert in China. Das heißt also, wir produzieren selbst, wir als Industrienation produzieren selbst immer weniger. Wir lassen produzieren. Und dann we are responsible for a part of these CO2 emissions. We in the industrial nations have to be prepared to make compromises. If we don't, no climate conference will ever bring results. Lassen. Und meine Kollegen Davis und Caldera haben das mal ausgerechnet, wie viel das ist. Und ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen hier beschmeißen, aber Sie können, glaube ich, schon anhand der dicken Pfeile erkennen, dass wenn man einfach die Verursacher betrachten würde, nicht die Hersteller, dann müsste man dicke Batzen von CO2-Ausstoß zurückschicken in die Länder, wo die Produkte wirklich nachgefragt werden. Zum Beispiel in den USA, in Europa, aber auch in Japan. Und ich glaube, wenn wir uns irgendwie dieser Verantwortung als Industrieländer nicht stellen, wenn wir nicht bereit sind, da Kompromisse zu machen, wird es bei den Klimakonferenzen niemals vorangehen. Die Lösung ist ja denkbar einfach. Wissen Sie, ich bin solution is easy. We all know renewable energy still needs improvement, but renewable energy forms exist already today and we can use them. Aber sie existieren und wir können sie heute schon nutzen. Natürlich mit nicht perfekter Technologie, aber ich meine, alles fängt irgendwo an und wird dann Schritt für Schritt verbessert. Stichwort Learning by Doing. Und wir fangen ja nicht bei Null an. Denken Sie an die Learning by Doing is important. One has to make a start, to be innovative. Think about the plane.
Today, we all laugh about man's first attempts to fly. Flying today, completely different. Ich meine, überlegen Sie mal, wie es damals gewesen ist. Ja, ich meine, wir lachen uns heute schief, wenn wir diese Flugversuche sehen. Das Fliegen heute, ja, ganz anders. Das heißt also, wenn man erstmal den Einstieg findet, dann sind wir Menschen auch innovationsfreudig genug, um tatsächlich diese Dinge dann auch voranzubringen und auch gewinnbringend einzunutzen. Und darum geht es letzten Endes, dass wir die erneuerbaren Energien stärker in den Markt einbringen. We need to find ways to integrate alternative energy in the market and avoid using up our resources. The current financial crisis is in part an energy crisis. Imaginäre Wand zu fahren, denn diese Wand, die ist schon am Horizont absehbar. Man sieht das eben auch schon so langsam an den steigenden Preisen für konventionelle Energie. Vielleicht noch ein Wort zur gegenwärtigen Finanzkrise. Ich bin einfach gestrickt, aber ich frage mich, warum ein Land wie Spanien 50 Milliarden US-Dollar für Öl importiert. Every year Spain spends 50 billion on oil imports. But why, I ask myself. Spain is blessed with renewable energy, as is Greece. Renewable energy should be given a chance in these countries to give them an economic perspective and help them out of the financial crisis. I would like to conclude with a quote from Einstein. The major problems of our time cannot be solved by the same thinking which led to the occurrence of these problems. Thank you. Die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.